Die AfD fordert mehr Volksentscheide auf ihren Wahlplakaten. Uns ist die Bürgerbeteiligung ein Kernanliegen. Das ist ein Kernbestandteil des Wahlprogrammes der EU, wobei wir für Volksentscheide auf Bundesebene in Deutschland eintreten. Wir wollen die Bürger in Deutschland unmittelbar an den Sachentscheidungen beteiligen. Auf EU-Ebene ist das etwas differenzierter zu sehen. Volksentscheide auf EU-Ebene setzten voraus, dass wir auf EU-Ebene auch ein Volk haben, was wir nicht haben, weswegen Volksentscheide da nicht funktionieren, nicht in der Art und Weise. Wir haben deswegen in unser EU-Wahlprogramm reingeschrieben, dass wir ein Vetorecht auf EU-Ebene haben wollen. Also das heißt, für den Fall, dass aus der EU Gesetzgebung bei uns auf der nationalen Ebene landet und wir dieses Gesetz nicht anwenden wollen bei uns, dann sind wir auch sozusagen auf EU-Ebene für Volksentscheide, um das ablehnen zu können. Die Alternative für Deutschland ist für die Gleichberechtigung. Und die Gleichberechtigung, so wie sie auch schon in der Verfassung garantiert ist, in Artikel 3, gleiches Recht für alle, bedeutet auch gleiches Recht für alle Frauen und eben nicht die Gleichstellung mit einer 50%-Quote, die dann zu einer Diskriminierung von Männern führen kann. Deswegen ist die AfD für Gleichberechtigung, aber gegen die Gleichstellung und in Bezug auf die Rollenzuweisung, die häufig damit in Verbindung gebracht wird. Nein, die AfD ist eine liberale Partei, die möglichst keine Einflussnahme des Staates oder möglichst wenig Einflussnahme des Staates, der EU, wenn man es so sagen will, auf die nationale deutsche Ebene haben will und möglichst wenig Einflussnahme der staatlichen deutschen Ebene auf die Untergliederung haben will und möglichst wenig Einflussnahme auch im untersten Bereich sozusagen in das direkte Leben der Bürger haben will. Wir wollen, dass die Bürger selbstbestimmt und selbst organisiert leben können. Wir wollen da nicht hinein regieren. Wir wollen keinem Menschen eine Rolle zuweisen, keiner Frau eine besondere Rolle, keinem Mann eine besondere Rolle, sondern wir wollen, dass jeder Mensch so sein kann, wie er ist und ihm möglichst wenig Vorgaben machen. Insofern keine Rollenzuweisung durch uns, aber Gleichberechtigung für alle.